Liebe Freunde der Kirchen- und Orgelmusik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Orgelnacht, heute einmal als Gäste über das Internet. Als Ortspfarrer darf ich Sie am heutigen Pfingstsonntag ganz herzlich zur traditionellen Schongauer Orgelnacht begrüßen. In diesem Jahr und bedingt durch die Corona-Krise einmal auf ganz andere Weise. An diesem Abend hören Sie einmal nicht verschiedene Organisten an der einen großen Orgel der Stapferkirche Maria Himmelfahrt. Nein, Sie hören bei dieser Orgelnacht genau einen Organisten, nämlich unseren Kirchenmusiker Andreas Wiesmann, und zwar an verschiedenen Kirchenorgeln dieser unserer Stadt. Wie ist denn das möglich? Ja, es ist möglich, weil es die Technik ermöglicht. Wir werden Ihnen an diesem Abend aus drei Schongauer Kirchen die Orgelmusik präsentieren und die Programmbeiträge, die Andreas Wiesmann wieder mal sorgfältig ausgewählt hat, in das pfingstliche Thema einbinden. So können Sie nicht nur die einzelnen musikalischen Programmbeiträge hören, sondern zugleich auch unserem meisterhaften Organisten Andreas Wiesmann im reinsten Sinne des Wortes auf die Finger schauen. Darüber hinaus begleiten auch thematisch ausgewählte Bilder aus unseren drei Kirchen die Musik und stellen einen Bezug her zum heutigen Hohen Fest des Heiligen Geistes. Beginnen wollen wir hier in der Pfarrkirche Verklärung Christi. Diese moderne katholische Kirche im Westen von Schongau wurde vor über 50 Jahren geweiht und steht seitdem unübersehbar da wie ein großes, gleichsam in Beton gegossenes Zelt. Andreas Wiesmann spielt hier auf der Orgel von Maximilian Offner aus dem Jahr 1972 zuerst die Choralbearbeitung von Dieterich Buxtehude, Komm, Heiliger Geist, Herre Gott. Und anschließend von Johann Gottfried Walter das Concerto H-Moll. In diesem modernen Gotteshaus sucht man tatsächlich vergeblich nach einem Motiv, das irgendwie an das Pfingstereignis erinnert. Doch wenn wir den Blick auf die Tabernakelstele fallen lassen, dann kann man darin die zu Stein gewordene Wolken- oder auch Feuersäule erkennen, in der Gott, der Herr, die Israeliten zum Schilfmeer und damit aus der Knechtschaft Pharaos in die Freiheit geführt hat. In der Wolke begleitet der Herr am Tag leitend und nachts leuchtend sein Volk, das Mose aus Ägypten herausgeführt hat. Im Buch Exodus im 13. Kapitel heißt es: Der Herr zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. Gottes Gegenwart wird aber nicht nur in der alttestamentlichen Wolkensäule symbolisiert, sie ist hier im Tabernakel wesentlich mehr als nur versinnbildlicht. Gott ist gegenwärtig in diesem goldenen Schrein, in der Gestalt des Brotes, von dem Jesus gesagt hat, das ist mein Leib. Wo aber Gott gegenwärtig ist, da ist immer schon sein Geist zugegen, sein Heiliger Geist. Hören wir deshalb jetzt mit Aufmerksamkeit und fast wie ein Gebet den von Dieterich Buxtehude bearbeiteten Choral, Komm, Heiliger Geist, Herre Gott. Thank you.
Inzwischen befinden wir uns nun in der Schongauer Altstadt, und zwar in der Heiliggeistkirche St. Anna. Diese ehemalige Klosterkirche der unbeschuhten Karmeliten birgt auf der hohen Empore, auf der wir uns gerade befinden, ein musikalisches Kleinod. Die historische Barockorgel, die der Schongauer Orgelbauer Ferdinand Stückel im Jahr 1725 geschaffen hat. Andreas Wiesmann spielt auf dieser Orgel mit ihrem eigenen süddeutsch-barocken Charakter wiederum zwei Kompositionen. Zuerst auch den Choral »Komm, Heiliger Geist, Herre Gott«, aber diesmal bearbeitet von Andreas Armsdorf. Anschließend hören wir von Johann Kaspar Kerl die Toccata Prima in D. In dieser reich ausgestatteten Kirche, die heute zur Heiliggeist-Spitalstiftung gehört, finden sich natürlich unschwer Motive vom heutigen Pfingstfest und vom Heiligen Geist. Neben dem Symbol einer Taube für den Heiligen Geist an mehreren Stellen in dieser Kirche finden wir vor allem über dem Hochaltargemälde von Gottfried Bernhard Götz mit der Darstellung der heiligen Mutter Anna, ihrer Tochter Maria und weiteren Personen der heiligen Sippe genau das Bild, welches das Ereignis Pfingsten wiedergibt. Maria mit den Aposteln zusammen im Gebet und in der Erwartung des Heiligen Geistes, der in Feuerzungen auf die junge Kirche herabkommt. Rufen und beten auch wir im Herzen, wenn wir bei der folgenden Choralbearbeitung von Andreas Armsdorf zuhören. Komm, Heiliger Geist, Herre Gott.
Nun sind wir in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, die den geistlichen Mittelpunkt der Stadt Schongau bildet und in der wir musikalisch jetzt noch einen Höhepunkt erleben dürfen. Hier in diesem barocken Gotteshaus befinden sich zwei Orgeln der namhaften Firma Sandner Dillingen. Einmal die sogenannte kleine Chororgel, die Hubert Sandner 1975 gebaut und welche die Pfarrei vor 3 Jahren im Jahr 2017 für den Chorraum der Stadtpfarrkirche erworben hat. Zum anderen hoch oben auf der zweiten Empore die große Hauptorgel, welche Orgelbaumeister Hubert Sandner und seine Firma im Jahr 2012 ganz neu ins historische Gehäuse eingebaut haben und welche fast auf den Tag genau am Pfingstsonntag desselben Jahres geweiht worden ist. Unser Kirchenmusiker Andreas Wiesmann spielt zunächst an der Chororgel 2 Stücke bekannter großer Komponisten. Zuerst die Choralbearbeitung »Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist« von Johann Pachelbel. Daran anschließend hören wir von Ludwig van Beethoven, passend zum 250. Geburtsjubiläum des großen Komponisten, einen Satz aus der Sammlung seiner sogenannten Flötenuhrstücke. Thank you.
Die große Hauptorgel unserer Stapferkirche bringt Andreas Wiesmann schließlich am Ende dieser virtuellen Orgelnacht zum Klingen. Traditionsgemäß endet ja die Orgelnacht jedes Jahr mit einem großen orgelsymphonischen Werk. Diese Tradition möchten wir auch in der gegenwärtigen Krisenzeit beibehalten. Und so hören wir heuer die dreisätzige Orgelsonate Nummer 1 D-Moll Opus 42 von Félix Alexandre Gumaud. Aber kommen wir in dieser schönen Barockkirche zunächst auch noch einmal auf das pfingstliche Thema zu sprechen. Viele Kirchen, ganz besonders die Barocken, zeigen in ihren Darstellungen den Heiligen Geist Gottes, die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit, meist in Gestalt einer Taube. So finden wir diese Darstellungsweise auch in diesem Gotteshaus, ganz oben im Hochaltar beispielsweise oder über der Kanzel, ebenso auch auf Bildern der Seitenaltäre. Eine ganz besondere und auch seltene Darstellung des Heiligen Geistes findet sich bei uns allerdings zudem im Chorraum. Das Deckenfresko nämlich, das der bekannte Maler Matthäus Ginter 1748 geschaffen hat, zeigt Gott, den Vater, im himmlischen Licht. Zu seiner Rechten sieht man den Sohn Gottes mit dem Kreuz als Erlösungszeichen und zur Linken eben auch in göttlicher Sphäre den Heiligen Geist in Gestalt eines jungen Mannes in barocker Festkleidung. Sein Blick ist etwas nach unten gerichtet auf Maria, die in dieser Szene gerade von den drei göttlichen Personen in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen wird. Ein ungewöhnliches Bild. Vielleicht steht es im Zusammenhang mit der heiligen Crescentia vom nahen Kaufbeuren, die der Überlieferung nach in einer Vision den Heiligen Geist in Menschengestalt gesehen hat. Um jedoch in dieser Zeit Falschinterpretationen zu verhindern, wurden solche Heiliggeistdarstellungen schon bald untersagt. Papst Benedikt XIV. Hat 1745 ein Verbot erlassen, damit es keine Irrlehre über die dritte göttliche Person des Heiligen Geistes aufkommen kann. Der Künstler hat wohl diese päpstliche Weisung erkannt und hat ihr Genüge geleistet, indem er gleichsam dem göttlichen Bräutigam Mariens das jahrhundertealte Symbol für den Heiligen Geist, die sogenannte Heiliggeisttaube, der jungen fürstlichen Gestalt auf dessen Herzgegend gemalt hat. So wie auf dem Deckenfresko Gottes Heiliger Geist mit einem Strahlenkranz aus 7 Feuerzungen, sie stehen symbolisch für die 7 Gaben des Heiligen Geistes, die er schenkt, so wie dieser Heilige Geist in dieser Gestalt auf Maria zugeht, so möge Gottes lebendiger Geist auch auf uns zu und herabkommen. Bitten wir alle deshalb jetzt und immer wieder: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist.
Wir sind am Ende unserer Orgelnacht angelangt und so bleibt mir noch die Gelegenheit für ein Wort des Dankes. Mein besonderer Dank gilt heute allein unserem Kirchenmusiker Andreas Wiesmann, und zwar in dreifacher Hinsicht. Er ist erstens der Initiator dieser Schongauer Orgelnacht und hat sie schon seit vielen Jahren vorbereitet und immer wieder auch organisiert. Dann zum Zweiten war er heute an allen Orgeln unserer Kirchen jedes Mal selber der Organist und Musikkünstler. Dafür gebührt ihm vor allem unser Dank. Und schließlich haben wir ihm zu danken, da er es technisch ermöglicht hat, das Orgelnachtkonzert über das Internet in unsere alle Wohnungen zu tragen. Herzlichen Dank, Herr Wiesmann. Ihnen allen wünsche ich Gesundheit in dieser nicht leichten Zeit sowie Kraft und Zuversicht für alle Tage. Beschließen wir nun diesen Abend mit dem Gebet des Herrn und erbitten dann mit dem Segen auch die Gnade des Heiligen Geistes für unser Leben und auch für unseren Glauben. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Die Gnade des Heiligen Geistes sei und bleibe bei uns alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.